Gehenna pulsierten voller Magie. Ihr Zauber stand erneut ich zur finde, Verfügung. Ich finde, sie hatten eine faire Chance. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Joseko und wir spielen heute weiter in Dungeons 3 mit der Kampagne. Nächste Mission wird gestartet. Die Steine von Gehenna. Nachdem Talia die Überbleibsel von Twistdram hinter sich gelassen hatte, zog sie aus zu den Steinen von Gehenna. Jene dienten als Siegel, um die Dämonen in der Hölle einzusperren, dorthin von Thanos höchst selbst verbannt. Diese Tat ihres sogenannten Ziehvaters würde alsbald rückgängig gemacht werden. Natürlich wird es das. Wir spielen natürlich auf höllisch. Alles andere macht keinen Sinn. Talia darf nicht unter 75% fallen. Und wir müssen 15 Helden mit dem Stein von Gehenna töten. Auf geht's! Nach ihrer überstürzten Abreise befand sich Talia nun einige Kilometer bzw. Meilen, Yards oder Steinwürfe, je nachdem, welche verrückten Maßeinheiten man bei dir so benutzt, entfernt. Sie hatte es geschafft, Grimlis Streitkräften zu entfliehen, auch wenn dafür vielleicht ein oder zwei bösartige Kreaturen hatten sterben müssen. Aber hey, das gehört zum Job. Ja, natürlich. Sterbt. Das weit vorausschauende Böse hatte Talia nicht umsonst hierher gebracht. Ganz in der Nähe befanden sich die alten Steine von Gehenna. In diese uralten magischen Relikte hatte Thanos einst einige dämonische Schergen verbannt und die Steine versiegelt. Leider war unklar, wie man diese Siegel brechen konnte. Ich war damals dabei, als Thanos die Dämonen gebannt und die Steine versiegelt hat. Ich kann sie öffnen. Aber sollte ich das wirklich tun? Diese nicht-irdischen Wesen haben das Land terrorisiert und... Halt die Klappe, gute Talia! So, echt mal? Du weißt also, wie man das Siegel öffnet. Ausgezeichnet. Das verschlagene Böse ist offensichtlich nicht auf den Kopf gefallen. Das fühlt sich ja alles nach einem richtigen Plan an. Ich muss nur zu den Siegeln gelangen. Dann kann ich sie brechen. Während dieser Zeit brauche ich aber Schutz vor den elementaren Wächtern. Okay, das sollte zu machen sein. Talia zu den Siegeln bringen, auf sie aufpassen, während sie diese öffnet. Zunächst wäre es aber sicher von Vorteil, einen schlagkräftigen Dungeon aus dem Boden zu stampfen, um gegen die in der Gegend stationierten Helden nicht ins Hintertreffen zu geraten. Was? Ja, ihr habt's gehört, wir bauen ein Dungeon. Let's go. Wir fangen natürlich an, hier vorne muss ein bisschen Fressi-Fressi rein. Wieso habe ich eigentlich nur so wenig Schnodderlinge? Ah, die arbeiten an Gold. Die machen mich reich. Jetzt werde ich hier richtiges Rich Kid. Geh da oben vom Schlafplatz hin. Los, mach mal hier hin. Los, 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 los. Schneller, 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 schneller. Ja gut, das können wir nachher noch ausbauen. Aber das nicht. Okay, ah, das sieht doof aus. Da kommt noch eine Ecke rein. Alles klar. Und dann hier. So, meine Schnoddis, macht schneller. Okay, die haben noch sehr viel zu tun. Oh. 5 Plätze brauche ich. Das sind aber keine 5. Ja, doch, das müssten 5 sein. 1, 2, ne. Da sind ja erst 4. Also, hinne machen. Okay. Gleich geht's los, gleich geht's los. Nicht mehr lange. Dann haben wir es geschafft. Dann gehen wir an die Oberfläche. Dann machen wir Ärger. Rambazamba, alles kaputt, was uns in den Weg kommt. Los, arbeitet meine kleinen Schnodderlinge. So, das hätten wir. Jetzt geht es weiter. Mit der ersten, nee, Feuchen können wir nichts mehr. Nein, da war das. Die Taste. 1, 2, 3. Ey, ich brauche Goblins. Sieh zu, Gold. Los. Arbeiten. Arbeit, 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 Arbeit. Oh. Oh. Noch einen nehme ich mit. Würdest du... Ey, Kollege, Arbeit. Was macht denn ihr hier? Achso, ihr baut den Betten. Das ist mir doch egal. Du sollst Gold schaffen. Los, geh hin. Gib mir den letzten. Ich will an die Oberfläche. Luft ist schlecht. Hopp, 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 hopp. Schneller muss ich euch denn hier alle verprügeln. Na gut, immerhin stehen da schon 4, ne? Und hoch geht's. Ich bin das Gute. So. Hopp, 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 hopp. Etwas Merkwürdiges braut sich hier zusammen.
Ich spüre ganz deutlich mein Knie jucken, wo mich damals der Pfeil getroffen hat. Männer, untersucht das mal! Die Anwesenheit von Talia und der Armee des auffälligen Bösen war nicht unentdeckt. Ganz in der Nähe des Dungeons befanden sich widerwärtige Orte des Guten, die als Hort des Bösen deutlich adretter wirken würden. Zumal die Bösartigkeit hervorragend für neue Technologien genutzt werden könnte. Was macht dieser unerträgliche Ort da kurz vor meinem Dungeon? Da weiß ich nicht. Gärlich. Mach die weg. Kreaturen vorwärts! Zerstört das Ding! Willst du das wirklich tun, Talia? Ja, sollen war ein bisschen schlecht geplant. Sollen wir nicht einen Sitzkreis bilden und noch einmal darüber reden? Du bist immer noch hier? Meine Güte, siehst du nicht, dass ich hier mit der Zerstörung alles Guten beschäftigt bin? Ich habe keine Zeit für diesen dissoziative Identitätsstörungsblödsinn. Hört doch auf, Therese und Jeanette nachzuspielen. Köstliche Bösartigkeit tröpfelte in den Dungeon des sich daran ergötzenden Bösen. Diese konnte sofort dafür eingesetzt werden, sich ein oder zwei neue Forschungen anzueignen. Das machen wir. Wir holen uns die Naga noch in die Gruppe rein und davon holen wir uns auch direkt zwei. Ich will noch einen haben. Achso, geht gar nicht. Wir brauchen ja erstmal hier mehr Einheiten. Jetzt geht das. So, das wird unsere erste Streitmacht, mit der wir jetzt langsam wieder ein bisschen durch die Länder ziehen. Sobald wir hier alles geheilt haben, noch ein bisschen Nahrung brauchen wir natürlich auch. Also ausbauen. Let's go. Dann brauchen wir hier hinten nochmal ein bisschen Gold. Das habe ich schon gesehen. Das holen wir uns, das holen wir uns. Und dann gehen wir auch eigentlich schon wieder hoch, würde ich sagen. So, hier mal schnell reinbauen, in der Hoffnung, dass wir da noch ein paar Goldadern finden. Wir brauchen nämlich viel mehr davon. Und wir... Ah, warte mal. Mir fällt da noch was anderes ein. Wir können Zahltag. Hier nochmal mehr erforschen, dass wir noch mehr Leute kriegen. Geht nicht. Wir werden Talia verbessern. Die darf ja sowieso nicht sterben. Wie, Zahltag? Gib mal hier hin. Wir brauchen selber Geld hier. Talia muss stärker werden. Let's go. Okay, und damit... Gucken wir mal, dass wir jetzt hier irgendwie das nächste Gebäude einnehmen oder so, ne? Da stehen ein paar Truppen. Das sind nur zwei, die könnten wir uns schnell holen. Pass auf. Jetzt aber. Seht zu. Dann sind die nämlich schon mal weg. Und zwar ihr beiden. Habe ich nicht gerade zwei Heiler geholt? Ach, den hat der aufgehoben. Raus mit dem. Echt mal. Alle beide. Du auch. Geht ja gar nicht klar. Was ist denn los mit euch? Mir fehlt schon wieder ein. Ah, jetzt. Warum dauert das so lange? Seht zu, ihr beiden. Los. Ihr werdet hier gebraucht. Was macht denn ihr da? Okay, damit haben wir unsere Truppen. Ja, die zwei müssten theoretisch direkt hinten hindurch. Ich Talia bin mit die der Königin des geht Bösen. Auf. Und dann hier einmal rüber. Den hab ich gegeben. Talia, du überlebst das, du kriegst nicht so viel Schaden, pass auf. Ich muss die Einheiten gleich auf den Hotkey legen, dass ich die in die hintere Reihe kriege. Aber Talia ist noch über 75%, von daher ist das alles in Ordnung. So, hier könnten wir uns den ersten Stein von Gehenna holen. Jetzt bin ich mir aber nicht so ganz sicher, ob das gerade so sinnvoll ist, weil wir eventuell dann zu viel Schaden an Talia bekommen, weil ich nicht weiß, wie stark die Gegner da sind. Ihr wisst, was ich meine, ja? Na, alles klar. Dann holen wir uns nämlich hier erst einmal eine neue Forschung. Damit wir noch mehr Einheiten kriegen. So. So. Und so. Jetzt können wir 10 Einheiten haben. Das bedeutet natürlich, wir holen uns Einheiten. Einmal. So, 2 davon noch. Einmal. Und dann holen wir uns noch einen weiteren Heiler. Und dann sollte das doch gut aussehen. Wir holen uns 4 Einheiten. Das heißt, wir müssen mindestens... Machen wir, wir haben eh nichts zu tun. Oh doch, Gold abzubauen. Ah, das ist schlecht. Okay, ein Heiler noch. 500 Gold. Let's go. Und da haben wir ihn auch schon. Let's rock. Alle 4 Einheiten wieder einmal hier hinkommen. Und dann unterstützt ihr hier hinten mal meine Armee. Okay. Sobald die da sind, machen wir Party. Let's go, Party People. Alles Gute muss sterben. Okay. Wir machen Talia nochmal erste Runde schneller. Sehe ich da nämlich ganz kurz davor. Ah, komm. Gib mir die letzten 25. Ja, da dauert mir schon wieder. Oh, oh, was ist denn das? Hallo, Überraschung. Wo wollt denn ihr hin? Autsch, aua. Talia hat aber noch genug Life.
Wir müssen ein bisschen aufpassen. Die Talia kriegt gerne auf Nase. So, heil die mal alle hoch. Jetzt müssten wir theoretisch fast nach unten gehen, würde ich sagen. Aber wir können Talia verstärken. Talia, nimm das. Diese Kraft, sie ist so unglaublich stark. Oh ja. Yeah. So, jetzt aber. Rein da. Oh, jetzt müssen wir Talia dringend beschützen. Der erste Stein von Gehenna ist ganz nah. Bald schon werde ich ihn zerstören. Thanos wird außer sich sein. 2 Minuten. Offenbar gab es ein paar elementare Wächter, die ganz und gar nicht erfreut waren, dass jemand an den Steinen herumfuschte. Bedrohlich wendeten sie sich Talia zu. Natürlich würde das defensiv aufgelegte Böse diese um jeden Preis beschützen. Die können ja gar nichts. Gut, dann werden wir in der Höhle in der Zwischenzeit hier schon mal gucken, was wir hier ein bisschen weiter bauen. Einmal los. Vielleicht brauchen wir auch ein bisschen mehr nach. Was tust du da? Warum hast du dich wieder dem Bösen verschrieben? Was tust du denn? Ich weiß es nicht. Ich versuche mich wieder dem Guten zuzuwenden. Doch ein Teil meines Selbst... Ach, halt die Klappe, Schwächling! Thanos, du und deine Schergen habt immer auf mich herabgeblickt. Echt mal. Grimli hat mich immer beleidigt, ohne dass du eingegriffen hättest. Ihr habt mich zu all dem hier getrieben. Mein Kind, richtig. Das ist nicht wahr. Schau in dich. Dort gibt es noch einen Funken Gutes. Lass dich davon leiten und nicht von diesen... Da bin ich wohl aus Versehen gegen ein Kabel gekommen oder so. Leider konnte Thanos so nicht weiter auf Talia einreden. So ein Pech aber auch. Talia machte unterdessen unbeirrt damit weiter, das Siegel des Steines zu brechen. Wie? Was? Oh ja, natürlich. Ha! Bald wird das Siegel gebrochen sein! Ja, in 22 Sekunden. Und die verteidigen wir doch gut. Die kriegt gar keinen Schaden. Also alles unter Kontrolle. Nee, gibt's nicht. Oh, die will noch mehr Geld haben. Ah, der war doof. Was wollen wir denn haben? Wachstube? Nee, brauchen wir nicht. Oh, ein Vortex wäre natürlich cool. Ein Vortex konnte nun... Es ist vollbracht. Sehr gut. Das Siegel ist gebrochen. Was habe ich nur getan? Alles richtig gemacht. Alles richtig. Du bist immer noch hier. Meine Güte, kannst du nicht irgendwo anders dein Herz ausschütten? Während sich Talia nicht zum ersten Mal mit sich selbst beschäftigte, war das Siegel komplett zerbrochen. Mehrere Portale öffneten sich im Dungeon in eine fremde Welt, aus denen sofort ein paar äußerst engagierte Dämonen hüpften, bereit, dem sie aus der Verbannung befreienden Bösen zu dienen. Ah, in Steinen von Gehenna wohnte eine unbarmherzige und mächtige Magie inne, die den Dungeon nicht nur mit Mana versorgte, sondern auch höchst gefährlich war. Für das die Gefahr liebende Böse war dies kein Problem, bleibt das hier. Sich weit entfernt aufhielt. Zudem sollte die Magie nur Helden betreffen. Mit Fuchsgeduld lauerte das heimtückische Böse nun auf ein paar Helden, um diese unbarmherzige und mächtige Magie gegen ein wenig Mana an ein paar nichtsahnenden Versuchskaninchen auszutesten. Ja, jetzt habe ich nur das Problem. Wie stelle ich denn in dieser Mission Mana her? So, ihr kommt erstmal hier rüber. Weil ich kann in dieser Mission doch gar nicht. Lass mich überlegen. Moment, ich kann doch gar kein Mana hier produzieren. Eure Schnodderlinge haben ein Drachennest freigelegt. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, hier drin, Drachen. Weil, wenn die uns angreifen, dann ist nicht gut. Aber warum? Wo sind die langgelaufen? Ach, da. Okay, alle Einheiten sind da. Jetzt macht die Drachen. Drachenfämen leicht gemacht. Sie werden alle sterben. Sie sind alle tot. Okay, hier können wir wieder eine Goldmine bauen. Sehr gut. Dann holen wir uns das dann noch. Wir bauen das ab. Da machen wir eine Linie rein. Da machen wir rein. Ja, holt euch das alles. Ich will Gold, 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 Gold. Und wir gehen an die Oberfläche. Let's go.
So, wir haben jetzt 4 Fernkämpfer. Wir werden jetzt da gleich erstmal hier Party machen. Was? Nix auf. Echt mal, mach die hier weg hier. Oha, da ist doch eine richtige Armee. Talia hat trotzdem wieder eins auf die Nase gekriegt. Das ist doch nicht schön. Und der ist halbes Leben. Der kann sich nur heilen durch Mana. Und ich wollte, genau, ich wollte gucken. Ganz kurz. Warte mal, da liegt ein Buch. Wo liegt das? Büchlein? Wo ist Buch? Da auf der Karte sehe ich es. Das muss hier irgendwo. Ach da, mittendrin. Was ist das? Steigert den Rüstung. Den Rüstung. Ihr gutes Deutsch. Aber in die Dungeon spricht man gut in Deutsch. Und zwar, ich brauche, wie gesagt, Mana. Und das kann ich nicht im Vortex herstellen. Dafür bräuchte ich eigentlich das Gebäude, was danach kommt. Oder er regeneriert hier Mana automatisch. Das kann auch sein. Okay, wir werden das jetzt auschecken. Und einmal bitte dahin. Puff. Tot. Okay, Mana wird automatisch regeneriert. Wunderbar. 4 Leute tot. Von den 15. Machen wir unten weiter, würde ich sagen. Na, wir gehen jetzt hier rum und dann machen wir hier mal einen kleinen Besuch in der Siedlung. Oh, das sind aber auch... Nee. Ihr bleibt mal hier. Das sind nämlich hier 2 ganz böse Scharfschützen mit hinter einer Wand. Wir gehen in den Dungeon. Wir bauen jetzt den erstmal hier kurze Schlafplätze. Das war nämlich das nächste, was ich machen wollte. Dann machen wir erstmal hier die 15 weg und dann haben wir hier ein bisschen entspanntes Leben. So, das machen wir hier mal ein bisschen schöner. Ah, können wir jetzt hier alles zubauen, macht das. Und da oben bauen wir jetzt hier noch eine kleine Schatzkammer. So, wunderbar. Alles schön. Und baut das hier wieder schön zu. Macht das alles zu. So, wunderbar. Dann können wir hier auch noch die Hühnerstelle ausbauen. So, und wir haben Mana. Talia. Der erste Vortex war fertiggestellt. Hier konnten nun Dämonen angeheuert oder nach ihrem unrühmlichen Ableben wiederbelebt werden. Gegen einen klitzekleinen Obolus von Mana. Mana? Aber ich habe überhaupt keinen Mana. Das stimmt. Aber glücklicherweise produzierten die Steine von Gehenna eben solches. Was für ein wunderbarer Zufall. Die Steine von Gehenna pulsierten voller Magie. Ihr Zauber stand erneut zur Verfügung. Ups. So, damit haben wir 8 von 15. Oh, wir sollen eine Tüftlerhöhle. Das Bonusteam müssen wir auch noch machen. Da unten steht ja nur einer. Ein Schütze steht alleine im Wald herum. Da kommt meine kleine Army und haut ihn um. Oh yeah. I like it. Okay, wir sollen noch eine Tüftlerhöhle bauen. Das werden wir noch schnell machen. Wir müssen eh wieder warten, dass wir Mana kriegen. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall hier in der Lage sein, zu sagen. Nein, ich meine natürlich, ich will in der Lage sein und hier die ganze Bonusquest machen. Das heißt, wir müssen uns auch ein bisschen um die Orte des Guten kümmern. So, die bauen auf jeden Fall. Dann können wir die Tüftlerhöhle machen. Dann werde ich... Was? Wir sagten, dass ihr Geld dafür kriegt. Was ist das? Ich werde hier einen kurzen Abstecher machen. So, die holen wir uns doch mal schnell. Attacke! So, Heiler raus, dann Schütze raus. Und wir haben einen Ort von die Guten. Ah, da fühle ich mich doch gleich wie wieder wir zu Hause. Viel zu einfach. Okay, wir holen uns noch schnell hier den... Oh, warte mal. Nee, wir machen das ganz kurz anders. Wir werden da jetzt noch einen AOE reinsetzen und danach gehen wir unten die nächste Sache einnehmen. So ist das. Nämlich. Und nicht anders. Halt. Oh, das sind aber viele. Die Magie der Steine von Gehenna war bereit für einen neuen, hoffentlich tödlichen Schlag. Oh, wir haben das überlebt. Attacke! Ist das? Verbessert den ausgeteilten Schaden der Kreatur. Hol dir das. Oh, das hätte ich aber auch Talia geben können. Ah, da guckt er aber. Okay, wir haben immer noch 8 aktuell. Wir müssen aufpassen. Oh, er ist ein Krieger.
dann den Rest. Das klappt schon. So, jetzt können wir hier unten anfangen, die Tüftlerhöhle nämlich zu bauen, damit wir auch das Bonusziel erledigen. Aber die müssen wir erst erforschen, das ist aber nicht cool. Wachstube. Tüftlerhöhle. Das gemeingefährliche Böse hatte die Tüftlerhöhle erforscht. Dieser tückische Raum wurde von den noch tückischen Kreaturen Leute, der Horde genutzt, Houston, um aus nein, langweiligen Werkzeugkisten tödliche Fallen und stabile Türen herzustellen. Das abenteuerlustige Böse war ganz wild darauf, die sofort auszuprobieren. Männer, wo kommen die denn her? Seht euch hier um. Hier ist etwas Merkwürdiges im Gange. Ein Spähtrupp aus dem Umland stolperte unglücklicherweise in die Gefilde der Steine von Gehenna. Diese würden kaum ohne einen Kampf wieder abziehen. Genau wie ich es mag. Moment, das habe ich gerade gesagt. Willst du mir etwa meinen lukrativen Sprechervertrag klauen? Halt dich zurück. Da ist einer gestorben. Wo dein Vespa-Roller steht. Die erste Tüftlerhöhle stand und machte einen stabilen Eindruck. Alsbald würden sich hier Kreaturen der Horde freiwillig oder unter Androhung von Schlägen daran machen, für Helden gemeingefährliche Fallen herzustellen. Okay, das werden wir bestimmt auch machen müssen. Dafür brauchen wir hier oben aber mal ein bisschen Platz. Wir bauen das nachher alles schöner, keine Sorge. Moment mal, wo ist denn meine Armee? Wo laufen die alle hin? Da war doch noch ein Gegner. Okay, wir müssen gucken. Mana kriegen wir. Dadurch werden die wieder geheilt. Die können wir nämlich nur mit Mana heilen. Und wo sind denn die hier reingekommen? Jetzt mal ganz ohne Schindidi. Ich hoffe, die kriege ich jetzt wieder. Gib mir die, ich brauche die. Ah, er ist wieder da. So, jetzt haben wir das hier fertig gebaut. Hier unten sind unsere Einheiten noch ein kleines bisschen am Heilen. Ich hoffe mal, dass die jetzt auch gleich durch sind und wir weitermachen können. Denn so kommen wir nicht weiter. Ich habe hier oben noch kurz ein bisschen was ausgebaut, damit wir mehr Gold hier ablagern können, dass sie nicht immer so weit laufen. Das geht halt gar nicht klar. Jo. Komm, mach das, Schnoddy. Wir warten auf jeden Fall noch kurz, dass hier unsere Einheiten wieder alle fit sind. Das ist wichtig. Und dann machen wir hier unten weiter Rambazamba, Stress und sonstiges. Warum habe ich jetzt einen Frosch im Hals? Moment. Schon besser. Oh, jetzt können wir, wenn er jeden Moment fertig ist, hier oben nochmal als kurz einen Auftrag geben. Und dann sollten wir auch bald wieder machen Krieg, Stress und Weltuntergang. Glückliche Menschen. So, letzte Einheit noch. Und dann geht's an die Oberfläche. Der ist ja schon Level 2. Und hier werden jetzt auch Kisten produziert. Ah, sehr schön, sehr schön. Sind sie fertig? Nee. Doch, nein, doch. Doch. Und nach oben. Die Königin des Bösen. Was? Ich bin der einzig wahre König von die... Was? Ich bezahle die doch nicht. So, wir werden hier oben noch schnell erstmal das Ding da einnehmen. Und da kommen die schon wieder in den Dungeon. Hör mal, was ist los mit euch? Wo kommen die denn alle her? Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ja, ich merke das schon. Ich muss auf Mana warten. Jetzt sieh zu.
Ihr werdet sterben. Verteidigt das Dungeon, Herz. Ach, das ist sicher. So, immer drauf da, mach die kaputt. Ey, die haben aber ganz schön viel Leben, muss ich sagen. Den hab ich's gegeben. Ist ja schon einer höherwertiger. Ah, easy, easy. Sofort raus, komm. Jetzt holen wir uns dieses Camp da hinten. So, ich will nämlich erst hier den Bonustitel fertig haben, wisst ihr? Und ich muss ja auch noch da jetzt gleich Mana einsetzen. Wisst ihr auch? Ah. Stehen wir hier schön versteckt um die Ecke. Ah, noch ein bisschen. Warten. 100% auf die Fresse. Damit haben wir 11. Wobei, wir haben mehr. Was ist das? Steigert den Rüstungswert der Kreatur. Du, nimm das. Und dann alle. Attacke! Haben wir genug? Ich weiß es gar nicht. Weil wir hatten ja auch in der Mitte vor dem anderen Haus noch. Jetzt gehen wir hier oben noch schnell lang. Holen uns dann die andere Insel des Guten. Bevor wir uns dann aufmachen. In den Dungeon. Also Ilf weiß ich safe. Da hinten standen auch noch welche. Hier sind auch noch mal ein paar Einheiten. Nein. Okay, alles klar. Zu spät. Zurück. Rückzug. So, da sind wir nämlich außerhalb der Reichweite der Kanone da hinten. Die machen ganz schön Aua, die Kanonen. Nimm das! Ah, so einer ist eben gestorben. So ein Schatten. Da werden wir gleich nochmal eine Kanone reinsetzen, aber sowas von. So, hier sammeln wir uns. Und ich hoffe, oh, jetzt werden wir doch angegriffen. Rückzug. Lass die leben. Kommt hier hin, alle. Ah, 70. 70 Energie haben wir. Ihr Schatten, ihr dürft auch zurückziehen. Was ist? Ja, weiß ich auch nicht. So, kommen wir hier vor den Eingang. Wobei, wir sind bei 80. Das heißt, eigentlich eine gute Ausgangslage. Wir könnten mal hier hin. Ich glaube, ich kriege die nämlich auch von hier oben. Passt mal auf. Oh, soll auch gelacht sein, wenn wir die nicht erwischen. Ja, komm, schlag um. Ah, okay. Die Steine von Gehenna pulsierten voller Magie. Ihr Zauber stand erneut ich zur finde, Verfügung. Ich finde, sie hatten eine faire Chance. Okay, da stehen auch nochmal 4, die nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit und dann haben wir auf jeden zu 100% die 15 Leute dabei. Wir gehen nochmal ganz kurz in den Dungeon, gucken uns das ganze Spiel an. Wir haben nämlich jetzt hier das neue Gebäude und könnten das gleich bauen, wenn er hier die letzte Kiste fertig kriegen würde. In der Zwischenzeit kümmern wir uns darum und werden unsere Einheiten ein bisschen verstärken. Wir könnten alle stärker machen, das machen wir jetzt hier auch mal. Und ja. Und würde sagen, meine Armee steht da ganz schön sicher. Ich warte hier, bis wir fertig sind. So, und da sind wir wieder. 90% haben wir inzwischen erreicht. Ich dachte, der Zauber der Steine von Gehenna wartete darauf, und erneut an den Attacke. Feinden des sadistischen Bösen eruiert zu werden. Perfektes Timing. Den da. Ah, das geht ganz gut runter. Wo kommt die eigentlich her? Jetzt mal so Real Talk. Ach, aus dem Haus. Nicht mehr lange. So, jetzt macht die hier alle kaputt. So, fangen wir mit denen ausnahmsweise an. Den habe ich gegeben. Ja. Haben wir jetzt noch irgendwo ein Haus? Habe ich irgendwo ein Haus übersehen? Weil die kommen ja, spawnen ja mal in diesen Häusern. Und wenn ich die alle weg habe, haben die Ruhe. Dass wir ganz kurz mal die Karte abrutschen. Aber sieht so aus, als hätten wir alle. Ja, hier waren wir schon, da brennt alles, da sieht alles gut aus. Jetzt werden wir zumindest nicht mehr angegriffen hier. So, die Heiler kümmern sich schon mal ganz kurz um die letzten Überreste, die wir da noch haben. Und dann ab geht's nach Norden. Da kommt eine Armee. Woher? Wo kommen die her? Zurück. Teilt sie auf. Oh, kaputt machen. Also, sie kommen auch von außerhalb der Welt.
Alter, jetzt doof. Aber das ist andererseits gleichzeitig eine sehr gute Sache, weil jetzt haben wir kurz Zeit, uns da oben drauf zu kümmern. Der Zauber der Steine von Gehenna wartete darauf, erneut an den Feinden des sadistischen Bösen eruiert zu werden. Ey, ohne Scheiß, jetzt sind die in unserem Dungeon. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Why? Woher kommen denn so viele auf einmal? What the fuck? Ich will doch nur die Steine einnehmen. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Warte mal. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich kann das Ding ja auch hier drinnen einsetzen. So, und sofort nach draußen. So, jetzt, ich hoffe, wir haben wirklich alle. So, ihr lauft nach da oben. Ja, das Herz, dem passiert nichts. Alles gut. Wir haben es unter Kontrolle. War ja gar kein Problem. Ich weiß gar nicht, wer das dachte von euch. So, die haben wir nochmal gelevelt. Talia, du wirst dich dann sofort darum kümmern, einzunehmen. Und die ganze Armee bitte mal näher zu Talia, bitte. Ich bin wie schon beim ersten Stein erwachten auch hier einige Wächter zum Leben, um Talia anzugreifen. In seiner Weisheit hatte das dies vorausahnende Böse natürlich schon vorgesorgt. Klar. Na, wollen wir es hoffen. Ich bin völlig vorbereitet. Irgendwo muss ich ja meine Truppe heilen, ne? Talia, hör bitte auf mit deinen Taten. Kehre zurück zum Licht. Ich habe mehrere Jahre gebraucht und mehrmals speichern und laden müssen, bevor ich all diese Dämonen verbannt hatte. Vater, ich versuche es, aber das Böse, es ist so stark. Kämpf dagegen an, mein Kind. Vergiss nicht, dass dich dieser Stinkstiefel die letzten Jahre an einem Ort eingesperrt hat, der nicht umsonst ermüdende Bibliothek heißt. Und sein bester Freund ein Zwerg ist, der alle Elfen hasst. Ich weiß, der Erzähler sollte ja eigentlich neutral sein und über der Geschichte schweben. Aber dieser Typ nervt langsam mit seinen Einblendungen, wo er doch hunderte Kilometer entfernt ist. Richtig. Du bist nicht mein Vater. Du hast mich nur ausgenutzt. Du schimpfst dich einen ehrbaren, guten Paladin. Und doch hast du zugelassen, dass man mich verspottet und beleidigt hat. Mit dir Richtig. Bin ich fertig. Nachdem sich Talia wieder auf ihr eigentliches Wesen besonnen hatte, ignorierte sie Thanos und wandte sich wieder den Steinen zu. Hier lang, Hobbitze! Ich meine, böse Kreaturen, folgt mir! Wohin? Wie sie fliegen, wie sie sterben. So liebe ich das. Wir werden alles, was wir jetzt noch kriegen, hier reinstecken, um unsere Armee immer weiter zu verstärken. Wir werden unbesiegbar werden. Denn den finalen Kampf werde ich wohl oder übel ohne Talia führen, denn sie darf ja nicht sterben. Das Siegel ist gebrochen. Talia hatte einen weiteren Stein von Gehenna erobert und das dieses Mal sogar ohne einen ausgedehnten Monolog mit ihrer gespaltenen Persönlichkeit. Also, eigentlich wollte ich gerade etwas... Meine Güte, halt die Klappe! Wo waren wir? Ach ja. Abermals schoss ein riesiger Mana-Strahl in den Himmel und ein Portal öffnete sich. Ob es nun in das Universum der Winchester-Brüder, Buffy, Charmed oder was auch immer führte, es sprangen tötungswillige Dämonen heraus. Wie in guten Spielen üblich, die noch etwas Spielzeit schinden müssen, gab es noch einen dritten Stein, den es zu erobern galt. Sogleich machte sich Talia auf den Weg. Ich bin auf dem Weg. Guckt euch das an, was das für eine Armee ist. Die Armee des Bösen wächst und gedeiht. So, und wir können nochmal ein Level draufgeben. Wir könnten Talia vielleicht nochmal... Ach, Quatsch! Wozu? Hier, macht die Fernkampfeinheiten stärker. Was wollt ihr? Ihr kleinen One-Hit-Wonder. Zurück in die 80er. Läuft. Ja, vielleicht nicht mit einem Schlag, aber egal, es läuft. Der dritte Stein von Gehenna war ganz nah. Richtig. Ein drittes Mal erhoben sich die Wächter, um Talia daran zu hindern, an dem Stein von Gehenna herumzufingern. Wer hätte das gedacht?
Talia, ich bitte dich. Schon wieder? Der Typ taucht jetzt schon zum dritten Mal auf. Echt mal? Ist der verdammte Geist der Weihnacht oder was? Halt endlich die Klappe und lass uns mit dem Spiel weiterkommen. Aber ich... Also jetzt ist aber gut. Die kommt nicht zu dir zurück, alles klar? Schätzungsweise haut sie dir in 15 oder 16 weiteren Missionen ordentlich eins auf die Mütze. Ich bin doch. Mein Gott, du hörst einfach nicht auf, oder? Okay. Talia, dein Job. Halt die Klappe, Thanos. Darf ich auch noch was dazu sagen? Nein! Geht doch. So, das Ding haben wir ja hier locker unter Kontrolle. Den Dungeon haben wir auch. Oh, das Gebäude wollten wir noch bauen. Das weiter. Nein, da. Baut das. Bonusziel alles erreicht. Wir haben alle Bösartigkeitsinseln. Das heißt, die wir Steine können. Von Gehenna pulsierten voller Magie. Ihr Zauber stand erneut zur Verfügung. Damit können wir dann jetzt aber langsam Richtung Finale schreiten. Halt schon wieder, was ist los? Oh. Mach das. 26 Sekunden noch. Hier ist ja richtig Party angesagt. Warum machst du nichts? Das sind alles Erfahrungspunkte, wenn ich doch über Level 3 hinaus könnte. Außer Talia können die das nämlich nicht. So, dann gehen wir noch ganz kurz ins Zaubermenü und werden da nochmal so zwei Einheiten ein bisschen leveln. Beide auf Rang 6. Viel endlich zu hoch. Das letzte Siegel ist gebrochen. Tod dem Guten! Alle Macht dem Bösen! Tatsächlich, Talia hatte einen weiteren Stein von Gehenna eingenommen. Mana in die Höhe, Dämonen aus Portal, bla 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 und so weiter. Ihr kennt das ja schon. Nun musste nur noch der letzte Stein von Gehenna eingenommen werden. Moment. Sagtest du nicht insgesamt 3 Steine? Das waren doch jetzt schon 3. Nein, da täuschst du dich. Talia, eigentlich sind aller guten Dinge ja 3. Aber nachdem es 4 Steine sind, versuche ich noch ein letztes Mal, dich zu Sinnen zu bringen. Bitte lass ab von deinem Tun und kehre zum Guten zurück. Wir können gemeinsam das Böse ausmerzen. Vater, ich niemals! Ich werde die Königin des Bösen sein und alles Gute vernichten. Mit diesen Worten sollte alles gesagt sein. Zeit, den letzten Stein einzunehmen. Dummerweise versperrte dieser unansehnliche Steinhaufen den Weg zum Talia, ziehen wir gleich zurück. Und musste erst aus dem Weg geräumt werden. Hier werden wirklich alle Register gezogen, um noch ein bisschen Spielzeit rauszuschinden, nicht wahr? Sehr lobenswert. Und damit kommen wir auch langsam schon in... Dieser Steinhaufen war zäher wieder als gedacht. Und was zum Teufel? So, Talia. Wer hat mich aufgeweckt? Talia, weg. Hast du das etwa? Meine Kinder sind alle tot. Ja. Wirst du büßen. Ach nee, glaube ich nicht. Ich werde dich zerfressen. Ja, ihr seht schon, wie das Ding hier runterläuft. Okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Natürlich hatte das vorausahnende Böse so etwas bereits berücksichtigt und stürzte sich gut vorbereitet in den Kampf, hoffe ich. Ja, hoffe ich auch. Sieht aber gut aus. Wir haben die Armee so hoch gelevelt, dass der gar nichts passiert. Wir geben dann unseren hier nochmal schnell 2 Punkte mit und dann würde ich sagen, sind wir auch so gut wie durch. Das die machen wir doch. Gehenna, du, lauf weg, bin ich in Sicherheit. So, und ein Schuss drauf. Entläuft, du kleiner Stein. Ich verarbeite dich hier zu Kieseln. So, Talia habe ich halt rausgezogen, ne? Die darf nicht unter 75% fallen. Da sind nochmal die letzten... Talia, was soll ich tun? Weg mit dir. Du sollst dich hier verpissen. Und wir gehen aufs Ende zu. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Der Riese wird zu Boden gehen. Und damit ist dann auch diese Folge für heute vorbei. Und wir sehen uns morgen wieder. Mit einem bedrohlichen Knirschen ging das riesige Steinmonster zu Boden. Das Marmorstein- und eisendurchbrechende Böse hatte gesiegt. Aus den Resten würde es sich vielleicht ein neues Bad gestalten lassen.
Den vierten Stein einzunehmen war nun babyleicht. So leicht, dass wir es tatsächlich nur in einer kurzen Zwischensequenz abfrühstücken und dir diese nervige Klickarbeit ersparen. Alle Siegel waren nun gebrochen und die Dämonen strotzten vor Tatendrang, um an der Seite des ultimativen Bösen Chaos, Zerstörung und Volksmusik über die Welt zu bringen. Den letzten Punkt habe ich mir vielleicht auch nur ausgedacht. Ganz so böse ist es dann doch nicht. Grimli war nach wie vor auf der Suche nach der Dunkelelfe und dem sie umgebenden Bösen. Dafür hatte die sich gegen ihren Ziehvater Thanos durchgesetzt und dem Guten widerstanden. Doch als später seine Späher zu ihrem Entsetzen die Steine von Gehenna derartig zerstört vorfanden, war die Armee des unscheinbaren Bösen bereits weitergezogen.